heutige Taufgottesdienst erinnert uns daran, dass diese 8 Personen, die wir gleich hier sehen werden, mit Gott ganz versöhnt worden sind. Mein Thema lautet heute: Versöhnung ist mehr als du denkst. Ich schließe Philemon Briefreihe ab und uns erwarten die letzten 9 Verse und es geht immer noch um Vergebung. Vergebung, das ist etwas zutiefst Zwischenmenschliches und zugleich Göttliches. Adressat dieses Briefes, Philemon, ich erinnere uns dran, war ein treuer Mitarbeiter Paulus, ein Nachfolger Jesu, dem sein Sklave Onesimus entlaufen ist. Nun ist Onesimus auch inzwischen Christ geworden und das verändert alles. Das schafft die Grundlage für die echte Versöhnung. Neue Beziehung mit Gott bedeutet auch völlig neue Beziehung mit Menschen. Paulus macht Philemon darauf aufmerksam und bittet Onesimus aufzunehmen. Solch eine Versöhnung setzt einiges voraus. Es ist nicht einfach, nicht leicht. Es setzt geistliche Reife voraus und genau dafür ist Philemon überall in allen Gemeinden bekannt. In den ersten 7 Versen lobt Apostel seinen Mitarbeiter und motiviert ihn auch weiterhin dran zu bleiben, einen guten Kampf zu kämpfen. Und dazu gehört auch eben Thema Vergebung. C.S. Lewis, ein irischer Schriftsteller, hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, dass Vergebung nicht etwas Leichtes ist. Es wird uns immer etwas kosten. Er sagte, jeder denkt, dass Vergebung etwas Schönes ist, bis er selbst etwas zu vergeben hat. Wer kennt das nicht? Seelsorgerlicher Fall Philemon zeigt, dass absolut jeder, auch die geistlich Starken unter uns, eine Art Hilfeleistung und Unterweisung brauchen. Gerade beim Thema Vergebung und Versöhnung. Das sollte uns auch nicht wundern. Denn wir sind alle als Lernende und bleiben als Lernende unterwegs. Wir sind auf gegenseitige Hilfe voneinander angewiesen. Besonders auffällig für uns heute ist die Tatsache, dass dieser Brief, dass Paulus diesen Konflikt publik macht. Er veröffentlicht diesen Konflikt. Obwohl dieser Brief persönlich und privat ist, ist er dennoch nicht nur an Philemon allein gerichtet, sondern an die ganze Gemeinde in Kolossä. Das mag für uns heute befremdlich sein, wie kann man nur. Doch Apostel scheut nicht, seine Hand in die Wunde zu legen und offen über zwischenmenschliche Missstände zu sprechen. Hier sehen wir, was Leben in Licht konkret bedeuten kann. Und es fordert Mut. Wir sehen vorbildliche, seelsorgerliche Art. Wir sehen, dass Apostel keine Berührungsängste an dieser Stelle hat. Die sollten wir auch nicht haben. Liebe treibt Paulus, 2 Brüder im Herrn zu versöhnen. Ganz im Sinne des Evangeliums. Und somit wird schnell klar, die Gemeinde ist kein Ort der geduldeten Bitterkeit. Kein Ort für persönliche Ambitionen. Verletzungen, die gepflegt oder vertuscht oder gar vergeistlicht werden. Die Gemeinde ist ein Ort der Versöhnung und Vergebung, wo es immer um ein und derselbe geht. Es geht gar nicht so sehr um uns, es geht um ihn, um seine Herrlichkeit. Unsere allerhöchste Priorität ist die Anbetung Gottes. Gemeinde ist sein Programm. Diese Tatsache dürfen wir nicht vergessen. Das erklärt auch die Dringlichkeit seiner Bitte. Letztlich geht es doch um ihn, um seinen Reich, um seinen Willen. Tatsächlich, Konflikte passieren immer wieder. Das gehört zu unserem Alltag dazu. Da, wo Menschen gibt es auch Konflikte. Und die Bibel erwähnt diese Tatsache immer und immer wieder aufs Neue. Gott will und fordert uns dementsprechend auch offen mit unseren Konflikten umzugehen, sie an Tageslicht Gottes zu bringen. Während wir uns heute mit diesen 9 Versen beschäftigen, sollte jeder von uns diese eine Frage stellen. Wie gehe ich
mit meinen persönlichen Konflikten um? Inwieweit bin ich von meiner Seite friedfertig? Darum geht es. Thomas von Kempen hat in seinem Buch Nachfolge Christi, ein Nachschlagewerk, es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ein friedfertiger Mensch nützt mehr als ein Gelehrter. Eigentlich ganz simpel. Gottes Zeigefinger befindet sich oft da, wo wir nicht hinschauen wollen. Wir wollen Tatsache der Konflikte verdrängen. Gott scheut sich nicht, unsere Konflikte zu gebrauchen, um seinen Namen groß zu machen. Und genau das passiert vor allem dann, wenn gegenseitige Versöhnung stattfindet. Genau deshalb bringt Apostel diesen Konflikt ohne Kompromisse an Tageslicht Gottes. Lass uns heute in unseren Herzen hineinschauen und schauen, wie kann Versöhnungsbereitschaft gelingen? Was steht vielleicht dem im Wege? Was muss ausgeräumt werden? Der heutige Predigttext beginnt ab Vers 17 und ich lese einmal Verse 17 und 18. Diese zwei Verse ist eigentlich die Kernaussage dieses Briefes. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Die dringende Bitte, man kann schon fast sagen Nötigung, ist an dieser Stelle kaum zu übersehen. So wie hier Paulus redet, deutet auf eine tiefste Freundschaft hin zwischen Philemon und Paulus. Gemeinsame Freundschaft wird heute sehr unterschiedlich wahrgenommen und ausgelebt. Doch lässt sich in jeder Freundschaft etwas sehen, was Menschen miteinander verbindet. Das könnte ein alter Schulfreund sein oder jemand aus einem bestimmten Verein, wo du sportlich oder anders aktiv bist. Vielleicht gemeinsamer Urlaub oder Freizeit. Da ist etwas, was euch verbindet. Jedoch, Freundschaft bedeutet mehr als bloß gemeinsame Vergangenheit oder Gegenwart. Das sind vor allem gemeinsame Werte. Das ist vor allem die Wahrheit. Irischer Schriftsteller C.S. Lewis hat es so formuliert: Was Menschen zu Freunden macht, ist, dass sie dieselbe Wahrheit sehen und sie diese teilen. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Welche Freunde habe ich? Was macht meine Freundschaft mit anderen aus? Ich denke, oft scheitern wir genau hier an diesem Punkt, weil etwas Grundsätzliches fehlt, gemeinsame Werte, Wahrheit, die man miteinander teilt. Auf diese gemeinsamen Werte appelliert auch Paulus. Und das gibt ihm auch die Freiheit, so klar und unverblümt zu reden. Wir sehen hier folgende Anweisung: So nimm ihn auf wie mich, wenn ich dir etwas bedeute, wenn ich dein Freund bin. So nimm ihn auf, so als ob ich es bin. Versöhnung nimmt hier konkrete Gestalt an und bedeutet Aufnahme, Opferbereitschaft. Es ist an dieser Stelle mehr als ein Gefühl, ein Gedanke oder schöne Worte. Versöhnung wird hier tatsächlich ungreifbar. Und spätestens hier, an dieser Stelle, sollte jeder sich diese Frage stellen: Wie verstehe ich Versöhnung? Wie lebe ich es aus? Oft ist das Verständnis, der sehr stark mit unseren Gefühlen einhergeht. Also, so fühle ich, also bin ich. Man verdrängt Tatsache der Konflikte. Nach dem Motto: Ich habe dieses Thema schon hinter mir gebracht, ich habe ihm alles vergeben. Es ist eine Geschichte, die nicht nochmal wiederholt werden will. Und das klingt eher nach einem Tod als nach einer Vergebung und Versöhnung. In ähnlicher Weise sagen auch viele: Er ist für mich gestorben. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben.
Wahre Versöhnung sieht tatsächlich anders aus. Gemeinschaftsverweigerung steht dem im Wege. Tatsächlich wird oft Vergebung dort ausgesprochen, wo es gar nicht stattfindet. Oft fällt dann aufrichtige Versöhnung danach. Unsere Vorstellung nach Frieden und Vergebung ist heute sehr stark von Psychologie her geprägt. Das erklärt unser Denken, unser Fühlen und Handeln. Da spielt Gott überhaupt keine Rolle. Da geht es lediglich darum, dass ich mich rette. Unser heutiger Text macht uns auf drei folgende Punkte aufmerksam, die uns helfen, die Versöhnung ein Stück weit tiefgründiger zu verstehen. Der erste Punkt lautet: Versöhnung führt zu Schuldenerlass. Zweiter Punkt: Versöhnung setzt richtiges Selbstbild voraus. Dritter Punkt: Versöhnung lässt sich immer sehen. Wir beginnen mit ersten Punkt: Versöhnung führt zu Schuldenerlass. Onesimus aufzunehmen, wird Philemon sehr wahrscheinlich mehr als nur eine Überwindung kosten. Es bedeutet auch womöglich Verzicht auf bleibenden Schadenersatz. Onesimus hat Chaos nach sich hinterlassen. Ein wirtschaftliches Schaden. Er hat seinen Herrn bestohlen. Und Paulus spricht hier genau diese Kosten an. Er weiß auch darum, dass Onesimus diese Schulden nicht begleichen kann. Und deswegen erklärt er sich bereit, diese Schulden zu übernehmen. Ich, Paulus, ich bin bereit zu bezahlen. Die echte Vergebung sieht so aus. Man rechnet den anderen seine Schuld nicht mehr an. Vor allem dann nicht, wenn derjenige gar nicht bezahlen kann. Zusammenleben ist dann möglich. Natürlich sollten wir alles Mögliche von uns aus tun, um Schulden zurückzubezahlen. Es gehört zur Aufrichtigkeit, es gehört zur Buße dazu. Die Bibel lehrt uns deutlich: Zahle deine Schulden zurück. Psalm 37, Vers 21 lesen wir: Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück. Der Gerechte aber ist barmherzig und gibt. Das gehört zur Aufrichtigkeit. Onesimus ist bereit, genau das zu tun. Jedoch, er ist nicht in der Lage. Er ist zahlungsunfähig, er ist pleite. Es passieren leider oft Dinge, auch in unserem Alltag, in unserem Leben, wo wir etwas nicht wieder gut machen können. Was ist dann zu tun? Die Antwort ist Schuldenerlass. Gottes Wort geht aber ein Stückchen weiter. Vergib und versöhn dich, nimm ihn auf, so als ob ich es bin. Annahme, also Gemeinschaft. Inwieweit ist solch eine Versöhnung heute noch greifbar, aktuell? Die Frage ist wichtig: Geht die Bibel hier zu weit? Redet die an unserem Leben vorbei, an Realität vorbei oder doch mitten hinein? Versöhnung ist mehr, als du denkst. Habe ich ihm wirklich gern oder meide ich jeden Kontakt? Manch einer kann demjenigen sogar nicht mal riechen, geschweige denn sehen. Herzreißende Erinnerungen kommen hoch. Und genau das will man um jeden Preis vermeiden. Zugegeben, es gibt tatsächlich Situationen, die nicht einfach sind, wo Meiden der Person nicht nur berechtigt, sondern dringend ratsam wären. Räumliche Trennung ist manchmal nicht auszuschließen, ist nicht zu vermeiden. Die Sünde hat alles kompliziert gemacht. Ein sexueller Wiederholungstäter, der schon wieder an sein Opfer herangehen will, kann zum Beispiel sehr gut schlechtes Gewissen machen. Sehr gut an christliche Werte und Ethik appellieren. Nach dem Motto: Du musst doch vergeben, du musst mich annehmen. Allzu schnell wird dann gerade in frommen Kreisen mehr Druck, mehr auf
Opfer als auf den Täter ausgeübt. Wir müssen aber Folgendes genau hier an dieser Stelle bedenken. Auch Bußfertigkeit ist mehr, als wir denken. Bußfertigkeit ist nicht mit Worten, bitte entschuldige mich, getan. Zumal nur Gott allein kann einem wirklich die Sünden, die Schuld entschuldigen, vergeben in letztlich gültige Konsequenz. Es passiert nicht selten, dass Opfer verschiedenster Gewalt und Übel wiederholt schutzlos an ihren Peiniger ausgeliefert werden, ohne vorhandene Buße. Aufnahme in einen solchen unbußfertigen Übeltäter wäre dann fatal, leichtfertig und sogar verantwortungslos. Onesimus dagegen weist wirkliche Buße auf. Paulus ist seine Veränderung Zeuge. Es lässt sich erkennen, Bußfertigkeit lässt sich überprüfen, lässt sich sehen. Onesimus tat es. Ergebnis, solch eine aufrichtige Buße kann man nicht übersehen. Verse 11 und 12, wir lesen hier, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist, den habe ich zu dir zurückgesandt, in das ist mein Herz. Jetzt ist alles anders. Neuanfang ist jetzt möglich. Die Grundlage dafür ist vorhanden. Heute feiern wir Taufe. Wir haben hier völlig neue Menschen. Neu nicht nur, weil ihr jetzt zu unserer Gemeinde dazugehört, dazukommt, sondern weil Gott euch neu gemacht hat. Jeder von euch hat seine eigene Geschichte. Eure Zeugnisse sind Gottes Markenzeichen, wie Gott aus alt neu macht. In Epheser 2, Verse 1 bis 5 erinnert uns Paulus daran, dass wir alle früher unnützlich, ähnlich wie Onesimus waren. Dass wir kaputt, verloren, widerlich, ungehorsam, unausstehlich, eigensinnig, Kinder des Todes und Zornes Gottes waren, geistlich gesehen tot, absolut unbrauchbar, nicht nütze. Das ist unsere gemeinsame Vergangenheit. Bis Jesus kam und alles grundsätzlich endete. Das ist die Bekehrung, das ist die Neugeburt. Es bedeutet, es führt kein Weg drum vorbei. Jeder muss von Neuem geboren werden. Heutige Taufe symbolisiert solch ein Wiedergeburt. Ich lese diesen Text vor, ab Vers 1 bis 5. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unsere Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Unsere gemeinsame Vergangenheit, so verschieden sie auch ist, lässt nichts Gutes vorführen. Trotz sittliche, moralische, gesellschaftliche, kulturelle Unterschiede waren wir alle tot, Kinder des Todes, Zornes Gottes. Jetzt aber verbindet uns neue Identität in Christus, völlig neues Leben, Grundlage für die Versöhnung, weil wir mit ihm versöhnt worden sind. Ihr gehört jetzt zur Familie Gottes. Das bedeutet unverdiente Gnade. Somit weiß jedes Kind, Kind Gottes, was Versöhnung ist. Wir wissen es nicht von ungefähr. Wir haben es erlebt, wir haben es erfahren. Wir haben bereits Kraftwelle der Versöhnung empfangen und das ist Christus in uns. Nun soll auch Philemon Onesimus aufnehmen.
als ob es Paulus selbst wäre. In diesem Fall wusste Paulus, was auf Onesimus zukommt. Das beste Zimmer, das beste Essen, die herzlichste Gemeinschaft und die stundenlangen Gespräche bis tief in der Nacht. Evangelium macht es möglich. Solch eine Versöhnung ist möglich. Es ist mehr als bloß eine Handlung. Das ist ein bewusster, willentlicher Akt, der Überwindung kostet. Vergebung kostet Überwindung. Es geht nicht spurlos an einem vorbei. Vergebung schließt offene Wunden nicht aus. Die Narben bleiben. Unser Herr hat auch Wunden unserer Vergebung davon getragen. Nun sollen auch wir ihm ähnlicher werden. Einander annehmen, so wie er uns angenommen hat. Es bedeutet, Versöhnung schließt die bleibenden Narben nicht aus, sondern beinhaltet diese. Zweiter Punkt, Versöhnung setzt richtiges Selbstbild voraus. Vergebung bedeutet, als Schuldiger dem Schuldigen zu vergeben. Und das nimmt einem in die Pflicht. In Vers 19 lesen wir, ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Philemon sollte an dieser Stelle bedenken, dass er in tiefster Schuld nicht nur vor Gott, sondern auch vor Menschen steht. Paulus war sein geistlicher Vater. Er hat sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Er hat sein Herz in ihn hinein investiert. Auch jetzt an dieser Stelle ist er bereit, in die Bresche zu springen und den Preis zu bezahlen, Schadenersatz zu zahlen. Doch jetzt ist Philemon dran. Wir sehen hier einen pädagogischen Ansatz. Vorbildliches Vorgehen sehen wir hier. Und das erinnert uns stark an Christus. Hat er uns nicht so sehr geliebt und für uns den Preis bezahlt, den eigentlich wir bezahlen sollten und nicht konnten? Hat er uns nicht angenommen, wohlgemerkt als geliebte Kinder, ohne Wenn und Aber? Sind wir jetzt nicht dran, genau das zu tun, was Christus tat? Stehen wir alle nicht in tiefster Schuld vor Gott und vor Menschen? Darauf will Paulus hinaus. Wer von uns ist je in der Lage, seine Schuld wirklich zu begleichen? Wie viele Menschen haben dir Gutes getan? Deine Eltern, deine Freunde, Verwandten, viele Seelsorger, Prediger, Pastoren, ganz fremde Menschen, die Gott gebraucht hat in deinem Leben. Ich stehe in tiefster Schuld vor meiner tiefgläubigen Oma, vor meiner Mutter. Ihre Gebete, ihr Vorbild, Treue am Herrn, das ist Gnade Gottes an mir. Das hat mich geprägt. Ich stehe in tiefster Schuld vor Menschen, die mich damals in dieser Gemeinde herzlich aufgenommen haben. Das hat mich geprägt. Ich schulde so vielen geistlichen Leitern, Vorträgen, Seminaren, Hauskreisen, Predigten, Andachten, Freizeiten, gemeinsamen Zeiten im Dienst, geschriebenen Büchern, der Seelsorge an mir und so weiter. Ich bin meiner Frau so viel schuldig. Ihre Liebe, Weisheit, Unterstützung, Geduld, Verpflegung, Fürsorge, notwendige Korrektur zur rechten Zeit und vor allem ihre Gebete. Ich bin so vielen Mitarbeitern und Freunden schuldig ihre Unterstützung. Weltweit, dass ich heute gar nicht sagen kann, wenn ich alles schuldig bin. Erst in aller Ewigkeit werden wir erfahren, all die Gnadenerweise Gottes. Aber solch ein Selbstbild nimmt uns in die Pflicht, richtig? Ist das nicht ein Anlass, als Schuldiger den Schuldigen zu vergeben? Darauf macht uns Vers 19 aufmerksam. Das sollte uns überzeugen, richtige, dankbare Herzenshaltung zu haben. Gib an andere das weiter, was du empfangen hast. Und das ist nicht wenig.
Das ist einiges. Gott erwartet von uns zeitgemäß Frucht seiner Gnade, seine Güte zu sehen. Liebe Täuflinge, Gott hat auch in eurem Leben einige Menschen gebraucht, damit ihr heute hier seid, sein Name bezeugt und seine Gnade schmeckt. Nun beginnt die Zeit, wo auch ihr von Gott gebraucht werdet. Gott will euch gebrauchen. Wir sind einander Liebe schuldig. Das bedeutet, dass wir ihm ähnlicher werden. Gerade in der Versöhnung dürfen wir wachsen und ihm ähnlicher werden. Dritter und letzter Punkt. Versöhnung lässt sich immer sehen. Ab Vers 20 drückt Paulus seine Vorfreude aus. Er rechnet mit Versöhnung der beiden aus. Er ist fest davon überzeugt, es wird passieren. Er weiß, dass auch bei solch einer persönlichen Angelegenheit Philemon wieder die geistliche Reife, Gehorsam und Liebe zeigen wird. Ab Vers 20 lesen wir, ja Bruder, ich möchte deine froh werden im Herrn, erquicke mein Herz in Christus, da ich deinem Gehorsam vertraue. Habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, mein Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Während wir diese Verse lesen, Gott schaut auf uns, auf unsere Verhältnisse und erwartet das Gleiche, was er auch von Philemon erwartet hat. Versöhnungsbereitschaft. Darum geht es. Er nimmt uns in die Pflicht, denn wir sind ihm schuldig. Als Ermutigung zur Versöhnung erinnert Paulus Philemon, dass er bald ihn persönlich besuchen wird. Er wird vor Ort die Versöhnung der beiden sehen wollen und sich daran erfreuen. Es erfreut aber vor allem Gott, wenn er das sieht. Auch unser Herr Jesus kommt bald wieder, um sich zu überzeugen, um sich zu erfreuen an deiner Frucht. Frucht seine Güte. Die Grußworte samt Namen und eine Art Rundbrief, der vor ganze Gemeinde vorgelesen wurde, sollten Philemon daran ermutigen, daran erinnern, seiner hohen Verantwortung bewusst zu werden. Alle schauen jetzt auf ihn. Nicht nur Paulus rechnet mit dieser Versöhnung, sondern auch andere Mitarbeiter rechnen damit. Alle schauen genau zu, was dort in Kolosse passiert. Wenn hier gesagt wird, was er tun soll, handelt es sich dabei um Ansporn zum Guten, zum gottgefälligen Leben. Darum geht es. Es ist, als ob Philemon gerade jetzt an einem wichtigen Wettkampf teilnimmt. Und er wird jetzt angefeuert. Liebevoll angefeuert und ermutigt, das Richtige zu tun, diesen Wettkampf zu gewinnen. Die Botschaft ist dahinter völlig klar. Du bist nicht allein. Wir sind mit dir. Wir beten für dich. Du kriegst das hin. Christus zu verherrlichen, jetzt und hier, das ist alles, was zählt. Die Tatsache, dass Paulus bald kommt, ermutigt auch Versöhnung in gewisser Weise auch unter Beweis zu stellen. Auch das könnte für uns etwas befremdlich wirken. Versöhnung heißt, dass wir bereit sind, es sofort zu tun, das unter Beweis zu stellen. Versöhnung nicht auf lange Bank zu schieben nach dem Motto, ich habe ja noch Zeit. Ich lasse mal ein bisschen zappeln. Er muss wissen, was er mir alles angetan hat. Wir sehen davon keine Spur. Versöhnung soll von Herzen und unverzüglich geschehen. Und in gewisser Weise ermutigt uns Gottes Wort, Versöhnung allen zu zeigen. Echte Versöhnung lässt sich unter Beweis stellen. Echte Vergebung lässt sich sehen. Sie geschieht nicht im Verborgenen. Sie scheint so hell wie die Sonne am frühen Morgen. Sie strahlt Hoffnung und Liebe aus.
Sie erinnert uns an Gnade unseres Herrn Jesus Christus wie kaum etwas anderes. Insofern ist die aufrichtige Versöhnung auch gleich die beste Verkündigung dessen, dass Jesus lebt, dass seine Gnade völlig unverdient ist. Damit will ich schließen. Versöhnung ist mehr, als du denkst. Seien wir uns dessen bewusst. Erstens, Versöhnung ist möglich durch die Kraft des Auferstandenen. Zweitens, Versöhnung setzt aufrichtige und nachweisbare Buße voraus. Drittens, Versöhnung setzt richtiges Selbstbild voraus. Ich vergebe, weil auch ich in tiefster Schuld vor Gott und vor Menschen stehe. Viertens, Versöhnung bedeutet Schuldenerlass und wiederhergestellte Freundschaft. Es bedeutet herzliche Gemeinschaft. Fünftens, Versöhnung lässt sich immer sehen. Konkret kann es Folgendes für dich bedeuten. Wie sieht deine Ehe aus? Geh zu deiner Frau, geh zu deinem Mann und versöhn dich. Geh zu deiner Ex-Frau, zu deinem Ex-Mann. Für Gott ist die Ehe heilig. Das ist etwas Grundsätzliches. Natürlich gibt es verschiedene Situationen. Nicht jede Ehe ist zu retten. Aber die Frage ist vielmehr, habe ich von meiner Seite alles getan, was ich tun sollte und tun konnte? Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fehler. Gib deinen Ehepartner nicht auf. Gott tut es auch nicht. Bei ihm ist alles möglich. Versöhn dich mit deinen Eltern. Jag den Frieden nach, bau wieder Kontakt auf. Auf wem macht Geist Gottes heute dich aufmerksam? Vielleicht dein Bruder, Schwester, deine Tochter, dein Sohn, Vater oder Mutter. Geh und versöhn dich heute mit dem. Lass dich von Gott gebrauchen. Sei seine Botschafter, sei Friedensstifter, ganz im Sinne des Evangeliums. Gott segne uns damit. Amen.